Hallo und herzlich willkommen hier aus Oberhausen. Heute mal nicht im Zentrum zum Einkaufen. Nein, ich befinde mich hier im Knippis Bowling Palace in Oberhausen. Hier auf 20 Bowlingbahnen gibt es eine Menge zu sehen in unserem neuen Center Review. Bleibt dran, viel Spaß. Wenn euch unsere Videos gefallen, macht sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert kostenfrei unseren Kanal Brunswick TV. Und jetzt viel Spaß mit dem Center Review hier aus dem Knippis in Oberhausen. Glück auf aus dem Ruhrgebiet, genauer gesagt aus Oberhausen. Hier im Knippis Bowling Palace Oberhausen erwarten euch 20 topgepflegte Bowlingbahnen, die sowohl Freizeit- als auch Sportspieler mehr als begeistern. Neben Bowling gibt es auch eine Menge anderer Freizeitmöglichkeiten. Unter anderem gibt es hier zwei Turniertischkicker, aber auch Dartfans kommen hier in einem separaten Dartbereich im Knippis Bowling Palace voll auf ihre Kosten. Aber natürlich darf auch Billard hier im Bowling Center nicht fehlen. So finden sich hier 5 Billardtische, wo die Kös regelmäßig zum Glühen gebracht werden. Na, schon etwas durstig geworden? Kein Problem, dann schwingt euch schnell zum Barbereich des Centers. Hier kann man sich in geselliger Runde sehr gern auf ein Bier treffen und natürlich auch sportlichen Events live mitfiebern. Denn auch hier im Knippis Bowling Palace finden regelmäßige Sportübertragungen wie beispielsweise die Fußball-Bundesliga statt. Aber auch für Veranstaltungen und Feiern bietet das Knippis ausreichend Platz. Aber nun ein paar Worte selbst von Centerbetreiber Jens Knipschild. Jens, bitteschön. Ja, hallo, ich bin Jens Knipschild, Betreiber von Knippis Bowling Palace in Oberhausen. Wir haben jetzt während der Corona-Phase einen Umbau vollzogen, da wir seit 2005, was das anging, nicht die Zeit hatten, es einmal zu machen, haben wir die Zeit während der Corona-Pause jetzt genutzt. Der Chris wird euch gleich einmal zeigen, was daraus geworden ist. Des Weiteren haben wir hier natürlich auch jede Menge Kindergeburtstage und Veranstaltungen, Firmenfeiern, Jubiläum, Hochzeiten und weitere Feierlichkeiten, wie auch immer sie aussehen mögen. Und wir haben auch einen Pro-Shop hier, den der Michael Krämer hier betreibt. Und er versorgt also meine Sportbowler mit dem entsprechenden Equipment, dass sie auch immer glücklich und zufrieden sind. Stichwort Renovierung. Hier im Knippis Bowling Palace wurde in einen komplett neuen, Corona-konformen Sitzbereich investiert, was das Center ab sofort noch gemütlicher macht. Und in Sachen Bahnpflege setzt das Knippis auf modernste Technik, um auch hier dem Bowling-Sportbereich ideale Trainings- und Turnierbedingungen zu ermöglichen. Auch Liga-Bowling und Turniere werden hier im Knippis regelmäßig angeboten. Na, Interesse an eigenem Equipment? Im stationären Pro-Shop von Michael Krämer findet ihr alles, was ihr benötigt. Zu Michaels Pro-Shop haben wir ein Review erstellt. Den Link findet ihr oben in der Infobox. Und natürlich darf am Wochenende Disco-Bowling hier im Knippis Bowling Palace nicht fehlen. Denn dann leuchten auch hier im Ruhrgebiet die Bowlingbahnen. Na, habt ihr schon Interesse? Kein Problem. Mehr Informationen zum Knippis Bowling Palace findet ihr im Web unter www.bowlingpalace.de. Schaut doch sehr gerne mal vorbei. Jens und sein Team freuen sich auf euch. Ja, liebe Leute, das war unser Center Review hier aus dem Knippis Bowling Palace in Oberhausen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr doch mal in der Gegend seid, kommt sehr gerne vorbei. Jens und sein Team freuen sich auf euren Besuch. Wenn euch das Video gefallen hat, macht sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert kostenfrei Brunswick TV für weitere tolle Clips. Oben habe ich noch ein paar Videos eingeblendet für euch. Und jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis bald!